Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich möchte euch zum Einstieg ins neue Jahr jetzt zeigen, wie man mit einem Arduino eine umfangreiche Gebäudebeleuchtung realisieren kann. Nachdem ich im letzten Video gezeigt habe, wie man ein kleines Einfamilienhaus einfach analog beleuchten kann und das schaltbar machen kann, was bei so einem kleinen Einfamilienhaus auch durchaus noch analog machbar ist, möchte ich mich heute um diesen Wohnblock kümmern und da aufzeigen, wie man diesen Wohnblock individuell beleuchten kann, also Fenster für Fenster oder Zimmer für Zimmer, wie immer ihr das nennen wollt. Ja, ich habe das als Kind gebaut, dieses Haus, und man sieht, entweder ist es in die Jahre gekommen oder ich habe da nicht so sauber gearbeitet. Oder es ist einfach ein wirklicher alter DDR-Plattenbau. Nein, das will ich nicht sagen. Nein, hier sind sehr viele Lücken und ich habe es, glaube ich, nicht sauber zusammengesetzt. Und daher, bevor ich das wirklich aufwendig beleuchte, nehme ich es lieber vorsichtig auseinander. Jetzt zum Beispiel solche Fuschereien habe ich mir geleistet. Da muss ich wohl mal nochmal an die Maske ran, was? Also, das müsst ihr natürlich nicht tun, wenn ihr Gebäude neu beleuchten wollt, aber sieht man das, wie krumm? Das muss ich alles mal richten. Also, der Bausatz war wohl auch nicht erste Sahne, muss ich dazu sagen. Schauen wir mal, wie wir das irgendwie mal noch gerichtet kriegen. Soweit habe ich es abgerüstet. Die Front lasse ich stehen. Den Rest muss ich alles neu machen. Ein paar kleine Malheure sind mir passiert. Hier ist, ist zwei Stück. Hier eins, eine Brüstung ist mir hier abgebrochen. Die konnte ich aber flicken. Das kriege ich bestimmt auch wieder hin. Naja, passiert, ne? Dann schauen wir mal, wie ich jetzt mit der Maske hier weiterkomme. So, ich habe mich entschieden, das wird eine Wohnung, das wird eine Wohnung. Ob ich die nochmal unterteile, schaue ich nochmal, das schaue ich später. Moment, mache ich das glaube ich nicht. Da man ja glaube ich auch nur ein Fenster sieht, macht es keinen großen Sinn. Ich habe hier einen Eingangsflur gemacht und halt erstmal diese Fassade aufrecht für dieses Video. Die Sachen zu richten, da fehlt mir im Moment die Geduld. Ich habe hier die Zwischendecke noch gebaut aus Karton, damit kein Licht nach oben abgestrahlt wird. Die kommt dann so da später rein. Und jetzt können wir uns mal um die Beleuchtung innen kümmern, ne? Also ich will diese programmierbaren LED-Strips probieren. Die lassen sich hier an den Markierungen zerschneiden und ich überlege gerade, also man kann die einzeln auftrennen und dann Brücken löten. Ich wollte jetzt nicht zu viele LEDs verbraten, die sind halt auch ziemlich hell. Das heißt, ein, zwei, ich werde erstmal drei machen. Mutig, mutig! Also eins, zwei, drei. Hier darf ich durch.
Das ist die, hier ist plus 5 Volt, hier ist Erde und dies ist die Datenleitung. Hier ist einmal Data in, hier ist Data out. Also das heißt, hier kommt die Steuerungsleitung vom Arduino an. Hier gebe ich sie raus, um sie an die nächste LED zu übergeben, falls ich die weiter trennen muss. Okay, die Leitung hier lasse ich erstmal so dran für Testzwecke. Die führe ich nach unten raus durch das eine Loch. Die werde ich jetzt mal noch weiter auftrennen und dann gegebenenfalls dazwischen die nötigen Leitungen löten. Achte darauf, dass hier DO und hier DIN liegt und hier wieder DO, hier zur nächsten Lampe, sonst haben wir hier wildes Kabelchaos und das wäre nicht gut. Ich habe jetzt den Dreierstreifen an den Arduino angeschlossen, habe hier alles entsprechend verlötet, wie es sein soll. Und wir probieren nochmal kurz das Testprogramm aus. Ich habe es auf 3 LEDs gesetzt, ob wir alles richtig gemacht haben. Das Programm ist hochgeladen und läuft los. Ja! Ich habe jetzt ein kleines Programm geschrieben. Ja, also der Arduino ist ziemlich einfach zu programmieren, wenn man ein bisschen C kann. Da kommt man aber auch schnell rein. Ich habe die Platine soweit bestückt, habe das Programm getestet. Und ich baue jetzt mal die Platine kurz hier in das Gebäude ein. Das hier an der Seite raus. So. Und mit Malerkrepp fixiere ich mal das Dach. Ich schließe einmal jetzt den Arduino an. Grün in die Mitte. Rot auf Rot. Masse hier. Für Testzwecke reicht das. Das sind jetzt nur 3 LEDs. Das schafft der Arduino mit seiner Onboard-Stromversorgung. Sonst würde ich da halt was anderes machen. Dann müsste man hier noch eine externe Stromquelle mit 5 Volt anschließen. So, meine Idee von der Programmierung ist jetzt die folgende. Es kommt jemand nach Hause ins Treppenhaus, schaltet im Treppenhaus das Licht an, geht in seine Erdgeschosswohnung. Ich hoffe, man kann meinen Finger sehen. Macht er das Licht an. Kurze Zeit später kommt der andere Bewohner auch nach Hause, macht das Treppenhauslicht an, geht in seine Wohnung und schaltet sofort den Fernseher ein.
Und das Treppenhauslicht hat natürlich eine Zeitautomatik und geht nach einiger Zeit auch wieder aus. Das ist die Idee dahinter, aber bevor ich jetzt das Programm starte, mache ich erstmal das Licht aus. Der erste Bewohner kommt nach Hause. Das sollte so die Leuchtstoffröhre ausmachen. Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen genauer programmieren. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Das Licht in seiner Wohnung angemacht und die Treppenhausbeleuchtung geht automatisch nach einer Zeit wieder aus. Dann kommt der zweite Bewohner nach Hause. Wieder geht das Treppenhauslicht an. Er geht in seine Wohnung und macht sofort den Fernseher an. Wir sehen es jetzt noch unten drunter, ein bisschen flimmern, ist jetzt kein Boden unter dem Gebäude. Das Treppenhauslicht ist wieder ausgegangen. Aber so funktioniert die unterschiedliche Beleuchtung von Gebäuden. Man sieht hier noch ein bisschen, dass das hier oben durchscheint, was es nicht soll. Na gut, da muss ich noch mal ein bisschen was machen. Und nach einer Zeit geht das bei mir komplett wieder aus. Das soll soweit als Tutorial erstmal reichen. Ich habe den Aufwand ein bisschen unterschätzt. Ich habe ziemlich viele Stunden verbraten, nicht nur für die Programmierung, sondern für den ganzen Bastelkram drumherum. Aber da das Gebäude nicht mehr im besten Zustand war, mache ich vielleicht irgendwann mal jetzt ein Video über die Sanierung von alten Gebäuden. Vielleicht sollte man das so nennen. Also ansonsten, so ein Arduino-Entwicklungskit kostet irgendwie so 30 Euro, 40 Euro, weiß ich nicht genau, je nachdem. Aus China sind die billiger, wenn man nicht das Original kauft. Kann man eine Menge Spaß mit haben, wenn man will. Und mit diesen LED-Strips lässt sich doch kreativ einiges anstellen in den Gebäuden. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht einen Daumen runter. Ist auch okay. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch nicht verpasst, wenn das nächste Video online geht. In diesem Sinne, bis bald!